Die didaktische Form dieses Ausübens von Musik ist dem Musikleben entnommen. Nach überlieferten fachtechnischen Regeln und Übungen, die aber immer in das Sinnganze der vokalen oder instrumentalen Gestaltung eingebettet bleiben und nicht zur abgesonderten fachtechnischen Zweckübung absinken dürfen, wird ein Lied oder Satz erarbeitet durch Vormachen und Nachmachen, durch schrittweises Zerlegen, durch Isolieren von Schwierigkeiten und deren additives Zusammenfügen unter ständig wachsenden Ansprüchen an eine künstlerisch adäquate Durchgestaltung. Dieser Vorgang hat den Charakter eines Prozesses. Er ist nicht plan- und berechenbar im Sinne eines abzuwickelnden Verfahrens und verlangt vom Erzieher Beweglichkeit, Takt, Einfallsreichtum, Improvisations- und Gestaltungskraft.